alle. Und zwar, wir fangen wie immer mit den Auflagen an. Bitte haltet den Abstand von 1,50 ein. Dafür haben wir die Kreuze auf dem Boden gemalt. Das wäre ganz lieb. An der Stadthalle, ich nenne es jetzt mal Oberrang, quasi an den Springbrunnen. Bitte kommt dort runter, ihr wisst ja, ne? Cottbus ist bunt, die wollen uns da oben nie haben. Da gibt es Ärger. Des Weiteren haben wir 15 Ordner, die gekennzeichnet wurden mit einer weißen Armbinde, da steht Ordner drauf. Wenn was sein sollte, geht bitte dorthin, meldet das bei denen, die kümmern sich drum. Ansonsten bitte kein Alkohol und keine Hunde auf der Versammlungsfläche. Und ansonsten, wie immer, wir bleiben friedlich. Ich möchte heute noch mal kurz anknüpfen an vorige Woche. Seit gestern, den 15.06., dürfen nun endlich auch die Kinder der nicht systemrelevanten Eltern in die Kita gehen. Mein Sohn ist früh regelrecht ausgeflippt, als ich ihm sagte, dass er heute in die Kita darf. Er ist im Sturzflug durch die Wohnung gerannt, um seinen Geschwistern davon zu erzählen. Die Augen strahlten, das Dauergrinsen im Gesicht. Und sogar Riesenfreude, als er hörte, dass er in der Kita Mittagsschlaf macht. Wahnsinn. Nicht schlimm, Mama, aber dann bin ich bei meinen Kumpels und kann mit ihnen spielen. Für mich als Vollblutmama war es herzzerreißend. Im Kindergarten angekommen, war die Freude kurz getrübt. Am Tor ein Schild, die Eltern sollen Mundschutz tragen. Okay, nehmen wir so in Kauf. Dann stehen wir vor der Eingangstür, dort ein Zettel. Bitte klingeln. Eine Erzieherin öffnet die Tür, fragt mein Sohn, ob er sich schon verabschiedet hat und schon stand die Welt nicht mehr. Entschuldigung. Und schon verstand er die Welt nicht mehr. Mama soll mit hochkommen. Ich sagte ihm, dass es wohl nicht gehe und er schon groß sei und das alleine schafft. Er klammerte sich an mein Bein, bis die Betreuerin sagte, dass seine Freunde schon da sind. So groß wie die Freude über die Nachricht war, dass wieder etwas mehr Normalität einkehrt für die Kinder, so groß war... Nein. So groß war gleichzeitig die Enttäuschung darüber, dass die Kinder irgendwie immer noch die größten Verlierer in der Corona-Zeit sind. So, und jetzt, liebe Freunde, begrüßen wir gemeinsam Elmar Gerke. Ich bitte dich ans Pult. Liebe Patrioten hier in Cottbus, Aluhüte, Reichsbürger, Corona-Leugner und Nazis. So titulieren unsere unabhängigen Qualitätsmedien Demonstranten, die trotz Corona-Notstand auf die Straße gehen. Da frage ich mich, gibt es eigentlich in den Redaktionsstuben Drogen auf Rezept? Denn anders lässt sich dieser völlige Realitätsverlust ja gar nicht erklären. Und wissen Sie, was ich hier bei den Demos, hier in Cottbus oder bei Pegida in Dresden, in Schmalkalden, München, Stuttgart, Nürnberg oder in vielen anderen Städten sehe? Mutige Bürger mit Rückgrat, die friedlich unsere Grundrechte verteidigen. Das allerdings sieht Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reger, Sie erinnern sich, Armlänge Abstand, allerdings völlig anders. Sie diffamierte Menschen, die ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen, als verschwörungstheoretische Mischpoke. Liebe Frau Reger, bevor Sie uns schon länger hier Lebende beleidigen, kümmern Sie sich doch erstmal um Ihre nordafrikanischen Intensivtäter aus der Silvesternacht 2015. Erklären Sie diesen Nazis doch mal, dass Freiwild eine Rockband ist und nicht etwa der weibliche Teil der deutschen Bevölkerung.
Am diesjährigen Pfingstmontag sprach ich unter anderem neben Uwe Steimle und Bea Lengsfeld in Schmalkalden in Thüringen, wo sich etwa 1000 aufrechte Patrioten auf dem Marktplatz unter dem Motto "Nur gemeinsam sind wir frei" versammelt hatten. Friedliche Veranstaltung, ganz toll, und von hier nochmal einen Gruß zu meinen Freunden nach Schmalkalden, zu Ralf Eckert. Die haben dort ganz Tolles geleistet, muss man wirklich sagen. Aber was las ich dann den nächsten Tag in der Südthüringer Zeitung? Unter der Schlagzeile "Nazi-Vergleich" stand: Ich hätte die Meinung geäußert, dass die Bürgerrechte nicht mal im Dritten Reich so stark eingeschränkt waren wie in der Merkel-Diktatur. Und wissen Sie, das stimmt sogar, genau das habe ich gesagt. Aber was ist denn der wirkliche Skandal, wenn jemand einen Nazi-Vergleich macht? Oder eine Regierung, die Nazi-Methoden anwendet? Und dabei kann jeder selbst mal prüfen, ob es im Dritten Reich verboten war, sich mehr als 15 Kilometer von seinem Wohnort zu entfernen, zu Ostern seine Kinder, Enkel oder Großeltern zu sehen, sich mit Menschen zu treffen, die nicht dem eigenen Haushalt angehörten, Vater und Mutter im Altersheim zu besuchen oder sich anderen Personen auf mehr als 1,5 Meter zu nähern. Solche Einschränkungen gab es auch unter den Kommunisten nicht. Hier ja. Dabei scheint unser Land regelrecht von einer Notstandswelle erfasst. Zuerst, da verkündete uns die heilige Greta den Klimanotstand. Doch kaum war die CO2-Steuer beschlossen, wurde es still um das schwedische Mädchen mit den völkischen Zöpfen und ihren Fridays for Schulschwänzer-Anhängern. Kurz danach gab es dann den Nazi-Notstand. Und das, wissen Sie, das habe ich nicht so richtig verstanden, weil bedeutet Notstand nicht eigentlich, dass es von irgendwas zu wenig gibt? Zum Glück kam dann niemand mit einer Nazi-Steuer. Die kommt noch. Die kommt noch, ja. Bring dich nicht auf dumme Ideen, Mensch. Ich will ja auch verdienen. Aber dann kam der Corona-Notstand. Oder besser gesagt, die Corona-Notstandsgesetze, mit denen die beste Regierung aller Zeiten quasi im Handstreich unsere Bürgerrechte außer Kraft setzte. Doch um die wirklichen Notstände in unserem Land, da kümmert sich natürlich wieder keiner. Denn seit Jahren haben wir einen anständigen Politikernotstand, einen Messerartisten-Notstand und einen Rechtsstaat-Notstand. Doch, selbst Corona ist jetzt schon wieder Schnee von gestern. Zwischenzeitlich treibt man ja eine neue Sau durchs globale Dorf. Die nennt sich BLM, Black Lives Matter. Liebe Freunde, jetzt stellen Sie sich mal bildlich Folgendes vor. Als Reaktion auf Migrantengewalt gründet sich die Bürgerbewegung White Lives Matter, BLM. Sie organisiert Protestdemos gegen die Tötung und Vergewaltigung von schon länger hier Lebenden durch maximal pigmentierte Straftäter. Hören Sie auch schon das Nazometer schrillen? Also ich ja. Medien und Politik, die würden sich gierigen Hyänen gleich Wutschnauben draufstürzen und mit Kampfbegriffen wie fremdenfeindlich, rassistisch und Volksverhetzung um sich schlagen. Und ich garantiere Ihnen, die Merkel-Schutzbehörde, die hätte schon wieder einen neuen Beobachtungsfall. Bedeutet eigentlich die Übersetzung "schwarze Leben zählen" im Umkehrschluss, dass weiße Leben nicht oder weniger zählen? Weiß ich nicht, mir hat es noch keiner erklärt. Wäre nicht der Slogan "auch schwarze Leben zählen" wesentlich besser gewesen? Für mich persönlich, da zählt jedes Leben. Egal ob mit schwarzer, weißer, roter, gelber und falls es Marsmenschen gibt, auch mit grüner Hautfarbe, völlig egal. Ja? Und ja, vielleicht könnte man jetzt auch die Kobaltgrünen wie Anton Hofreiter, ich weiß nicht, ob die grüne Hautfarbe haben, ein bisschen aus der Art geschlagen sind die ja eh, aber will man ja nicht sagen. Und genau zu diesem Thema, also nicht zum Thema Hofreiter, sondern zum BLM, habe ich Ihnen meine neueste Politikkolumne mitgebracht. Die können Sie dann auch nachlesen bei Facebook oder Telegram unter Post von Gerke. Und die geht so: Lieber George Floyd,
Rassistische Bleichgesichter versuchen, das Andenken von Amerikas neuen Nationalhelden zu beschmutzen. Schamlos instrumentalisieren diese skrupellosen Demagogen alternativlose Fakten aus seiner Kriminalbiografie, um den Ex-Rapper Big Floyd als neunmal vorbestraften Gewaltversprecher zu stigmatisieren. Nur weil dieser Mann wegen mehrfacher bewaffneter Raubüberfälle, unter anderem auf eine schwangere Frau, als langjähriger Dauergast im Hotel Gitterblick logierte. Diese widerliche Hetze ignoriert, dass man George Floyd ja nur aufgrund von Gesetzen verurteilte, die von alten weißen Männern gemacht wurden. Und allein deshalb sind die ja rassistisch. Ne? Da frage ich mich, geht vielleicht die tatsächliche Gefahr von denen aus, die den tragischen Tod zweifellos zum Kampf der Rassen stilisieren wollen und damit riskieren, in den USA den Flächenbrand eines Bürgerkriegs auszulösen? Entlarvt sich der, der unablässig die Hautfarbe des Opfers in den Vordergrund stellt, am Ende als der wirkliche Rassist? Denn George Floyd, das war in erster Linie mal Mensch und Vater zweier Kinder. Und weder seine Vorstrafen noch sein Widerstand im Drogenrausch rechtfertigen auch nur ansatzweise, ihm minutenlang ein Knie in den Hals zu rammen. Völlig klar. Die Täter gehören bestraft und zwar mit der vollen Härte des Gesetzes. Wer allerdings pauschal von Polizeigewalt spricht, der stellt alle Ordnungshüter unter unzulässigen Generalverdacht. Und zwar nicht anders als der, der fälschlich behauptet, alle Flüchtlinge wären Messerartisten und Notzuchter. Das stimmt auch nicht. Und die eskalierenden Folgen dieser Tat von Minneapolis, die werfen nämlich auch einige Fragen auf, die hier in den Medien überhaupt nicht gestellt werden. Und zwar als erstes, was hat es mit friedlichen Protest gegen Diskriminierung zu tun, wenn ein marodierender Mob plündert, durch die Straßen zieht und Autohäuser abfackelt? Ja? Laut dem DPA-Faktencheck werden 81% der afroamerikanischen Mordopfer von schwarzen Tätern umgebracht. Liegt das Problem jetzt wirklich bei den restlichen 19% oder bei den anderen nur 81%? Und, weil das ja in Deutschland ein Thema ist, wo waren denn die 15.000 Alexanderplatz-Demonstranten nach der bestialischen Ermordung der Mia aus Kandel? Wo blieb der mediale Aufschrei angesichts des vor den Augen seiner Frau in Augsburg totgebrüteten Feuerwehrmanns? Ja? Zählen etwa schon länger hier Lebende nur noch als Opfer zweiter Klasse? Steht dieser kollektive Kniefall unter dem Motto "Vergebt uns unsere weiße Hautfarbe" unter diesem Motto, oder steckt dahinter eine geheime Fantasie nach einer multiethnischen Eiweiß-Schluckimpfung? Das dauert jetzt wahrscheinlich bis schnell. Einige lächeln hier vor, die haben es verstanden. Und übrigens, als Schlusssatz, die Raune des Grauens, die hat ja völlig recht. Unser Land, das leidet wirklich unter einem massiven Rassismusproblem. Völlig klar. Nämlich unter zunehmender deutschen Feindlichkeit gepaart mit Hass gegen Ungläubige. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Zugespielt, in dem uns geschildert wird, was mit den Älteren passiert in dieser Zeit in den Heimen. Ich lese euch das mal vor und wie sie darauf reagieren. Hallo, ich bin eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und arbeite in der Altenpflege. Nebenbei kümmere ich mich auch noch um meine Oma, die auch nicht mehr so kann, wie sie gerne möchte. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich dies tue. Seit circa 3 Wochen nehme ich auch meine Kinder wieder mit zu ihnen. Ich gehöre mit zur Risikogruppe, da ich Diabetiker mit allen Folgeerkrankungen bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich kotzt alles immer mehr an. Ich sehe Menschen sterben und nein, nicht an Corona, sondern wegen Corona. Die Menschen, die ich Tag für Tag pflege, vereinsamen.
Sie begreifen teilweise gar nicht, was los ist. Sie brauchen nicht nur uns Pfleger, sondern auch ihre Angehörigen. Das auch ohne Mundschutz und 2 Meter Abstand. Ich höre meinen Bewohnern zu und höre die Traurigkeit. Es zerreißt mir das Herz. Eine Bewohnerin hat sich letztens beim Transfer vom Rollstuhl ins Bett an mich gedrückt und gesagt, das fehlt mir so sehr. Danke. Ich habe es satt, in die traurigen Gesichter zu schauen und immer wieder sagen zu müssen, bald wird alles vorbei sein. Aber nein, nichts passiert, weil ja die alten Menschen geschützt werden sollen. Aber wovor sollen sie geschützt werden? Sie haben Kriege überlebt, Pandemien und. Und jetzt sollen sie an Vereinsamung sterben. Das hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Menschenwürde zu tun. Einmal die Woche gibt es mit Abstand einen Besuchstermin für 1/2 Stunde. Dafür müssen die Leute aus dem Bett geholt werden, die eigentlich gar nicht können. Ich habe eine Bewohnerin, der nur zum großen Toilettengang, aus dem Bett möchte. Seine Worte waren, das ist ja schlimmer wie im Knast. Ihr macht uns alle noch kaputt. Ja, so ist es. Für einige sind wir die Schuldigen, weil sie es krankheitsbedingt nicht richtig wahrnehmen können. Meine Kollegen und ich laufen stellenweise am Limit. Die Betreuung darf nicht mehr in Gruppen stattfinden, aber Zeit für jeden Einzelnen ist leider auch nicht da. Wir sind eigentlich ein sehr fröhliches Unternehmen und man merkt auch gerade in dieser Zeit den Zusammenhalt, aber wie lange noch? Man geht nicht mehr fröhlich zur Arbeit, da man, wie ich zum Beispiel, es nicht mehr wirklich mit seinem Gewissen vereinbaren kann, was ist richtig, was ist falsch. Herr Spahn, gerade Sie müssten uns zustehen, aber nein, Sie predigen etwas von Mundschutz und, aber wo ist denn Ihrer bitte? Ich bin ehrlich. Ich habe meinen Maulkorb zwar immer in der Tasche, aber auch nur für die Bewohner, wo wir wirklich einen brauchen. Das Atmen wird schwieriger, was mich zwar auch stört, aber was ich viel schlimmer finde, meine Bewohner gucken mich an, als würde ich in ihrem Bett gehören und nicht sie. Und verstehen können sie mich damit auch nicht. Ich liebe meinen Beruf, auch wenn es ein Knochenjob ist, mit Ecken und Kanten. Aber gewählt habe ich diesen Beruf, um mich um Menschen zu kümmern, die es selber nicht mehr können. Ihnen die Hand zu halten, mir ihre Biografien anzuhören und vieles mehr. Aber jetzt mal bei aller Liebe, das möchte ich ohne Mundschutz, denn dieser nimmt unseren Bewohnern auch etwas Sicherheit, da man nicht immer erkennen kann, wer drunter steckt. Die Politiker sollten mal für 1 Woche unseren Job machen. Nein, halt, 2 Tage würden reichen. Um zu sehen, was sie angerichtet haben. Ich möchte meine Bewohner endlich wieder glücklich sehen. Sie haben in ihrem Leben so viel Leid ertragen müssen, dann sollen sie es doch wenigstens jetzt gut haben. Und das schaffen wir Pfleger nun mal nicht alleine. Wie viele alte Menschen sollen denn noch ihren Lebensmut verlieren, nur weil sie nicht eingestehen können bzw. wollen, dass sie Fehler gemacht haben? Versetzen Sie sich doch mal in die Haut anderer, die ihre Eltern und Großeltern nicht mehr sehen. Wenn Sie noch ein klein wenig Respekt gerade gegenüber den alten Menschen haben sollten und Sie, Frau Merkel, gegenüber Ihrem Volk, dann schaffen Sie endlich diesen Lappen vor unserem Gesicht ab. Nur mal am Rande erwähnt. Aus dem ganzen Stoff, der für den selbstgenähten Mundschutz draufgegangen ist, hätte man schon wieder was für Obdachlose nähen können. Ja. Haben wir alle mal so einen kleinen Einblick bekommen, was dort passiert, wie sich die Angestellten, die älteren Menschen fühlen. Und damit muss endlich Schluss sein. Jeder hat das Recht darauf, vernünftig gemeinsam mit der Familie den letzten Weg zu gehen. Und jetzt begrüßen wir gemeinsam Vicky.
Ja, hallo. Also Elmar hat zwar vorhin schon zu dem Thema was gesagt, aber da ja der Vorfall in Amerika es geschafft hat, diese Corona-Dauermeldungen zu unterbrechen, möchte ich kurz auch noch ein paar Worte darüber verlieren. Der Polizeieinsatz in Amerika, bei dem der Afroamerikaner George Floyd ums Leben kam, entfachte erneut eine weltweite Rassismusdebatte. Und es dauerte nicht lang, bis dieser Vorfall nicht nur in Amerika, sondern auch europaweit von der Antifa aufgegriffen und als Vorwand genutzt wurde, auf terroristische Art und Weise ihre Propaganda umzusetzen. Die Wut der linksideologischen Extremisten über den ihrer Meinung nach vorherrschenden Rassismus gegenüber schwarzen Menschen entlädt sich in Gewalt, Zerstörung und Rassismus gegenüber weißen Menschen. Vielerorts wurden weiße Menschen angegriffen, ermordet oder ihre Geschäfte zerstört. Die Angreifer ergötzen sich an Verletzungen und Schäden von Menschen und Gegenständen und sind auch noch davon überzeugt, dass ihr Handeln richtig und politisch notwendig ist. Diese neu entfachte Bewegung wich relativ schnell vom Kern ihrer Entstehung ab und entwickelte sich zu einem Kulturkampf. Ein Kulturkampf, der vor allem durch die Schändung und Zerstörung von Denkmälern geprägt ist. Denkmäler sind ein Erinnerungsort von historischer und kultureller Bedeutung für eine Nation. Sie stellen gemeinsame Geschichte und Tradition dar, was die Menschen einer Kultur miteinander verbindet. Und genau darin sehen die Extremisten das Problem. Denkmäler von weißen Menschen, die zu ihrer Zeit an der Unterdrückung schwarzer Menschen beteiligt waren, würden den Rassismus bis heute erhalten. Kein Mensch ist fehlerfrei und Geschichte ist nicht nur schwarz oder weiß, gut oder böse. Doch wenn wir jetzt dieser Entwicklung nachgeben und nur die Fehler suchen und nicht mehr die Leistungen, zum Beispiel von Bismarck, honorieren, geht ein Teil unserer Identität verloren. Und ein total irrer Unterwerfungskult gegenüber Schwarzen trägt nicht zur Geschichtsbewältigung bei. Ganz im Gegenteil, es setzt völlig falsche Signale. Es werden vor allem immer Denkmäler von für das jeweilige Land bedeutenden Persönlichkeiten angegriffen. In den USA trifft es besonders die Statue von Christoph Kolumbus, der einst für seine Verdienste als Seefahrer und als Entdecker Amerikas dort geehrt wurde. In London wurde die Statue von Edward Colston gewaltsam vom Sockel gestoßen und im Hafenbecken versenkt. Zahlreiche weitere Denkmäler, unter anderem das von Churchill, sind umzäunt und bekommen Polizeischutz. In Deutschland wurde unter dem Deckmantel Kampf gegen Rassismus in Hamburg die Otto-von-Bismarck-Statue mit roter Farbe verunstaltet. In Stuttgart wurde ein Schild am Bismarckplatz mit dem riesigen Schriftzug George Floyd Platz verhangen. Ebenso verschiedene Straßenschilder und Bushaltestellen. Sandra Salem vom Organisationsteam der Black Lives Matter Demos in Stuttgart sagte gegenüber der Stuttgarter Nachrichten, dass sie die Umbenennung von Straßen und Plätzen nach Opfern rassistisch motivierter Gewalt begrüßen würde. Wortwörtlich sagte sie weiterhin, das würde daran erinnern, dass Rassismus auch hierzulande ein Problem ist. Wenn man eine Weile drüber nachdenkt, muss ich sagen, ich stimme solchen Leuten nur ungern zu. Doch in diesem Fall hat sie recht. Es wird endlich Zeit, dass die unzähligen Deutschen, die Opfer von Merkels Migrationspolitik geworden sind, ein würdiges Gedenken bekommen und ständig der Regierung... und damit ständig der Regierung den Spiegel ihrer Fehler vorhalten. Cottbus könnte dabei eine Vorreiterrolle einnehmen und einen Gerda-Krüger-Platz errichten. Dieser Mordfall hat aufgrund seiner Perversität die Stadt und das Land erschüttert und noch dazu kommt, dass er bis heute ungesühnt ist. Unsere Intention muss es also sein, nicht nur die unsinnigen Corona-Maßnahmen zu beenden, sondern auch unsere Kultur und vor allem unsere Identität zu schützen und zu bewahren. Danke.
Morgen einen interessanten Artikel gefunden. Laut Bild.de vom 14.06. Die Überschrift lautet: Diese Nachricht aus dem Hause vom Gesundheitsminister Jens Spahn macht Millionen Menschen Hoffnung in der Corona-Zeit. Hört sich ja schon mal gut an, steckt nur nicht viel Gutes drin. Deutschland, Italien, Frankreich und die Niederlanden bestellten am Wochenende zusammen 400 Millionen Impfdosen. Ein Vorrat, der für fast alle EU-Bürger reichen würde. Herr Spahn, der als Gesundheitsminister mehrfach versagt hat, dem Schutzausrüstung verloren geht und uns bald täglich zeigt, dass er unfähig ist, will uns jetzt auch noch als Versuchskaninchen für einen nicht getesteten Impfstoff benutzen. Die Impfpflicht, die noch nicht beschlossen ist und es hoffentlich nie dazu kommen wird, hat er wohl bei seiner Bestellung schon beschlossen. Der Pharmakonzern AstraZeneca, der auf Herz-Kreislauf-Mittel spezialisiert ist, sagt selber, ob dieses Mittel gegen Corona schützt oder ob die Anwendung ungefährlich ist, sei unklar. Aber im Einzeltest war sie wohl erfolgreich. Bis Ende des Jahres soll der Impfstoff zur Verfügung stehen. Für mich steht fest, dass weder meine Kinder noch ich uns zwangsimpfen werden. So, Freunde, von uns bekommt ihr jetzt die wöchentliche Dosis Christoph auf die Ohren. Christoph! Tja, Leute, wenn ihr so schnell aufhört, dann werde ich wohl nicht mehr wiederkommen. Christoph! Ah, ist gut. Ja, erstmal herzlichen guten Abend, vielen Dank für den freundlichen Empfang und für die freundliche Ankündigung. Ich will jetzt diesmal erstmal mit dem Dank anfangen, weil ich das in meiner Aufregung sonst immer vergesse. Das ist ja das Wichtigste. Zunächst mal herzlichen Dank an unsere Gruppe Bürger für Bürgerrechte, die jetzt seit Wochen hier in Cottbus diese Kundgebungen organisieren. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Kundgebung abhalten. Wir alle spüren ja, wie wichtig es ist. Danke Monique, danke Victoria, danke Frank und alle anderen, die hier mitorganisieren. Danke auch an die Freunde, die dazu beitragen, dass diese Kundgebung eben nicht nur hier vor der Stadthalle stattfindet, sondern übertragen wird und überall im Land gesehen wird. Danke an unsere Freunde von Kompakt, auf die werde ich noch zu sprechen kommen. Danke an unsere Freunde von Vigina und alle anderen, die posten, weiterleiten. Elmar zum Beispiel gehört auch dazu. Übrigens, danke Elmar, dass du gekommen bist. Wir haben ihn noch in Erinnerung, ihr wisst noch, es war der Mann, der uns Silvester so gute Laune gemacht hat und der auch heute wieder so schön gesprochen hat. Also vielen Dank dafür. Und Freunde, es ist ja so wichtig, dass wir hier Woche für Woche demonstrieren, wir hier auch anderswo im Land. Denn der Corona-Wahn ist noch nicht beendet. Lassen wir uns nicht täuschen, lassen wir uns auch nicht täuschen durch die neuen Verordnungen, die jetzt nicht mehr in Brandenburg Eindämmungsverordnung heißen, sondern Umgangsverordnung. Und wenn ihr euch nur mal dieses Wort Umgangsverordnung überlegt, dann fällt euch auf, das ist schon mal eine Lüge. Das ist schon mal eine Manipulation. Umgehen kann ich mit etwas, was da ist. Deswegen heißt es Umgangsverordnung. Da wird im Wort schon suggeriert, dieses Coronavirus ist da und es wird noch ewig bei uns bleiben und wir müssen üben, wie wir mit ihm umgehen können. Aber ist es wirklich da? Woche für Woche gucke ich mir auch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts an. Woche für Woche kann ich euch vorbeten, wie die aktuellen Zahlen der möglicherweise Erkrankten in Brandenburg sind, im niedrigen zweistelligen Bereich. Wie es Woche für Woche, wenn diese Statistiken denn überhaupt Kranke angeben, haben wir 0,002 oder 0,001% oder auch gar keinen. Es gibt neben diesen wöchentlichen Berichten über die verschiedenen Bundesländer auch noch, diesen täglichen Berichten über die verschiedenen Bundesländer auch noch ein wöchentliches Bulletin des Robert-Koch-Instituts.
Darin, da findet man verschiedene Angaben zu dem, was das Robert-Koch-Institut so macht, sich mit Infektionskrankheiten auseinandersetzt, und man findet Woche für Woche eine Auflistung aller Laboruntersuchungen zur SARS-CoV-2-Viruserkrankung. Das sind dann Woche für Woche immer so zwischen 300.000 und 400.000 Untersuchungen. Und dann findet man auch aufgelistet in einer Spalte den Anteil der positiven Testergebnisse. Das heißt, der Untersuchungen, bei denen dieser Coronavirus-2-Test positiv angeschlagen hat. Und das waren vor 4 Wochen 1,7%, das waren vor 3 Wochen 1,5%, das waren vor 2 Wochen 1,1% und der letzte ermittelte Wert ist 0,9%. Dieser 0,9%, auch der 1,1%, bedeutet schon eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn dieser Test, mit dem das Coronavirus nachgewiesen wird, hat eine Fehlergröße von 1,5%. Was heißt das? Wenn wir uns alle hier testen, uns 300, und wir untersuchen die und keiner von uns hat die Corona-Covid-Erkrankung, dann wird man 3 positive Tests finden, beziehungsweise 4,5. Das heißt, ein bestimmter Anteil der Gesunden hat ein positives Testergebnis. Das ist bei jeder Laboruntersuchung so. Und deswegen kann man auch, wenn man Arzt ist und gerne Geld verdienen will, jeden Patienten nur oft genug untersuchen, mit oft genug viele, möglichst viele Tests machen. Man findet irgendeinen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20, der ein pathologisches Ergebnis anzeigt. Und so ist es beim Corona-Test. Die Fehlerrate liegt bei 1% bis 1,5%. Das heißt, seit einem Monat, wenn wir Testergebnisse haben von 1,7% und weniger, gibt es in Deutschland keinen Nachweis einer Corona-Infektion mehr. Seit einem Monat. Und dennoch haben wir diese Umgangsverordnung und dennoch haben wir diese Abstandsregelung. Und es ist kein Zufall, dass wir gerade diese beiden Elemente nach wie vor haben, die Regierung davon nicht ablässt, weil es die besonders sichtbaren Elemente dieser Corona-Politik sind. Die Maske, die uns die Gefahr vor Augen führt, die wir sonst nicht erleben würden, und der Abstand, der uns eine Gefahr suggeriert, die in Wirklichkeit nicht existiert. Diese Regierungen im Bund und im Land haben es sich bequem gemacht in ihrer Corona-Krise, und sie wollen so leicht nicht davon ablassen, und deswegen müssen wir diese Proteste fortsetzen, und diese Wahrheit gilt Woche für Woche. Und es ist auch kein Zufall, wir werden morgen im Landtag darüber debattieren, dass wir seit Monaten fordern, wenn die Regierung behauptet, es gibt doch eine Gefahr und deswegen macht sie eine Umgangsverordnung, dass wir seit Monaten fordern, dass dann doch mal repräsentative Querschnittsuntersuchungen gemacht werden auf Antikörper, auf Virusbelastung, um objektiv festzustellen, wie viele sind denn nun wirklich infiziert, wie viele waren infiziert. Seit Monaten wird davon geredet und seit Monaten passiert das nicht. Wer untersucht wird, das sind Risikogruppen. Das sind Leute, die krank sind, die in Krankenpflegeeinrichtungen arbeiten, in Krankenhäusern arbeiten. Aber seit Monaten wird das Einfachste der Welt, was Experten auch seit Monaten verlangen, von den Regierungen nicht gemacht. Und man fragt sich, warum eigentlich nicht? Warum machen die das nicht? Es gibt eigentlich nur eine rationale Erklärung, wenn man nicht glaubt, dass sie vollkommen vertrottelt sind. Und das glaube ich nicht. Die Erklärung ist, sie haben kein allzu großes Interesse an der Wahrheit. Die Wahrheit könnte diesen Legenden widersprechen. Und wir lassen sie aber nicht vom Haken. Wir fordern das morgen im Landtag. Wir werden das Woche für Woche weiter verlangen. Wir werden ihnen so lange auf die Nerven gehen, bis sie diesen Unsinn beenden. Und es ist auch deswegen wichtig, wir haben es schon gesagt, mehrfach gesagt, weil sich eben mit diesen Corona-Maßnahmen jede Menge Einschränkungen unserer Bürgerrechte verknüpft haben, ist ja heute schon mehrfach genannt worden. Und wir haben auch, und das hat ja auch die Viktoria in der Hand, und Elmar hat es auch gesagt, anhand der Black Lives Matter-Demonstrationen gesehen, wie parteiisch die Regierung ist, wie sie Demonstrationen, die in ihre ideologische Richtung gehen, unterstützt und mit welcher Härte und mit welcher Kleinkariertheit sie Bürgerrechtsdemonstrationen untersucht. Alles das sind Signale, die uns sehr misstrauisch machen. So wie sie uns misstrauisch macht, nach wie vor die Überlegungen, den Regierungen die Möglichkeit zu geben, der Bundesregierung die Möglichkeit zu geben, nationalen Notstand auszurufen und es nicht mehr das Parlament machen zu lassen. Und wie es uns nach wie vor misstrauisch macht und misstrauisch lassen sein muss,
dass Überlegungen nach wie vor angestellt werden, die Wahlgesetze so zu ändern, dass Wahlen künftig nur noch als Briefwahlen durchgeführt werden. Das darf nicht passieren, nicht bei uns und nirgendwo anders. Und wenn wir noch ein Beispiel haben wollen, wie schlecht es um die Bürgerrechte im Land bestellt ist und wie parteiisch und wie voreingenommen und wie hemdsärmlich ist zu freundlich gesagt, mit welcher Verantwortungslosigkeit die Regierung hier in Brandenburg mit der ihr anvertrauten Macht umgeht, dann haben wir es gestern zu hören und zu sehen bekommen, als die Regierung verkündete, die AfD würde nunmehr als verdachtsvoll vom Verfassungsschutz beobachtet werden und als sie beiläufig dazu erwähnte, dass die nachgewiesenermaßen rechtsextreme Kompakt, dass das Recht nachgewiesenermaßen rechtsextreme Kompaktmagazin, nicht jetzt von Brandenburg, aber anderswo beobachtet wird, und dass der Verein Zukunft Heimat als nachgewiesen rechtsextremistisch auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird seit Anfang des Jahres. Ich will euch aus dieser Pressekonferenz, die der Präsident des Brandenburgischen Verfassungsschutzamtes gab, mit dem Namen Müller, und die der Innenminister Stübgen gegeben hat, ein paar Kernpunkte sagen, warum, wie sie denn diese Beobachtung der AfD und von Zukunft Heimat begründet haben. Sie meinten, das läge an extremistischen Positionen, die AfD beziehe, und zum Beweis dafür, dass sie jetzt seit Mitte Juni die AfD beobachten, nannten sie drei Zitate aus dem Jahr 2018. Eins von einem jungen Menschen, den keiner von uns kennt, eins von Andreas Kalbitz auf dem Kyffhäuser-Treffen und eins von Darlene von Lützow. Die Zitate bestanden jeweils in ein bis zwei Sätzen. Mehr hatten sie nicht zu bieten, außer diesen Zitaten aus dem Jahr 2018. Und als sie gefragt wurden, warum sie denn jetzt, 2020, die AfD beobachteten, warum sie das nicht vor der Wahl gemacht haben, da wollten sie nicht raus mit der Sprache, aber ich kann euch die Antwort sagen. Die Beobachtung findet im Jahr 2020 statt, weil sie, um diese rechtswidrige Beobachtung durchsetzen zu können, zunächst einmal den früheren Chef des Verfassungsschutzamtes Nürnberger aus dem Amt kegeln mussten, so wie Hans-Georg Maaßen vorher gehen musste und so wie es in Thüringen war. Es hat sich nicht eine Position der AfD verändert, dass die AfD radikalisiert worden sei oder Zukunft Heimat radikale Positionen bezogen hätte. Die Radikalen, die unsere Meinung nicht aushalten können und denen es an Argumenten fehlt, sich mit uns argumentativ auseinanderzusetzen können, die standen vor der Wahl. Dulden wir das, dass es eine Opposition gibt, die sich immer mal wieder zu Wort meldet und die wir nicht widerlegen können? Oder unterdrücken wir das? Ein Demokrat hätte gesagt, das müssen wir dulden, das gehört zur Demokratie. Die Leute haben gesagt, wir hetzen denen die Geheimpolizei auf den Hals. Und da wissen wir, was wir von ihnen zu halten haben. Und wie sehr sie 30 Jahre nach der Wende im Geiste Erich Mielkes und im Geiste des Politbüros handeln, das macht auch die Wortwahl dieser Leute deutlich. Als der Verfassungsschutzpräsident davon sprach, dass die Kritik an der Regierung, die doch eine essentielle Aufgabe jeder Opposition ist und im Übrigen, lieber RBB, eine essentielle Aufgabe jedes freien Mediums wäre, dass sie also die Kritik an der Regierung als Verächtlichmachung denunzieren und dass sie die abstruse Schlussfolgerung ziehen, aus der Verächtlichmachung der Regierung würde dann die Gewaltbereitschaft resultieren. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Diese Denunziation von Kritik ist genau das gleiche mit einem ähnlichen Wort, was in der DDR Herabwürdigung war. Der Straftatbestand der Herabwürdigung. Hier in der Bundesrepublik nennen Sie es Verächtlichmachung, die gleichen Brüder im Geiste mit der gleichen Ferne zur Demokratie. Und dann hat der Stübgen noch einen erstaunlichen Sinn an Humor bewiesen, den man ihm nicht ansieht und auch ansonsten nicht anmerkt. Er behauptete, ja, aber es soll bitte bloß nicht der Eindruck entstehen, das, was wir hier tun, das Innenministerium, eine Behörde der Regierung und der Verfassungsschutz, das sei etwa parteipolitisch gemeint und sei etwa parteipolitisch motiviert. Nein, natürlich überhaupt nicht. Das hat nur mit der reinen Wahrheit zu tun.
Sie haben behauptet, die AfD würde beobachtet, weil es 40% in der AfD Flügelanhänger gäbe. Ich weiß nicht, wer die Zahl ermittelt hat. Ich weiß nicht, ob es die vom RKI ermittelt wurde, ob die mit der Corona- oder AfD-Warn-App ermittelt wurde. Keiner weiß, woher die Zahl kommt, aber sie geistert darum. So wie sich jede paar Sekunden ein Single verliebt, sind 40% der AfD-Anhänger Flügelanhänger. Und daraus beweist sich der Flügel nun mal. Der Flügel hat sich aufgelöst, aber die Leute sind noch da. Und er sagte, ja, die Leute sind ja noch da und die haben ja noch ihre Meinungen. Die vertreten ja auch ihre Meinungen und sind noch da. Und darin sehen sie das Problem. Auch darin sind sie ihren Brüdern in der Staatssicherheit und in der SED ähnlich. Natürlich sind die Leute noch da. Was soll denn mit denen geschehen nach Einsicht des Verfassungsschutzes? Soll ein Säuberungsverfahren mit Liquidierung auf den Gang kommen oder was soll passieren? Irrsinnige Aussagen dort. Natürlich sind sie da. Sie sollen da sein. In der Demokratie ist es so. Jemand, der eine Meinung hat und gesetzeskonform handelt, der hat das Recht, da zu sein. Und hat auch kein Innenminister, kein Verfassungsschutz, das Recht, ihm dieses Recht zu nehmen. Verblick nochmal. Und dann kommen wir zum Königsbeweis dieser Helden der Demokratie, des Innenministers und des Verfassungsschutzpräsidenten. Und der Königsbeweis besteht darin, dass sie sagen, ja, die AfD und die erwiesenermaßen rechtsextremen Kompaktleute und die erwiesenermaßen rechtsextreme Zukunft Heimat und der erwiesenermaßen rechtsextreme Flügel und ich weiß nicht wer noch alles, die bilden ein großes, dunkles, verschwörungstheoretisches Netzwerk. Und das ist natürlich eine wunderbare, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich erkläre jede dieser Institutionen, die miteinander personell und ideell miteinander zu tun haben, für extremistisch und dann sage ich, sie bilden ein Netzwerk. Das, was zusammengehört, wird vorher künstlich geteilt, bekommt das Etikett rechtsextremistisch angepackt und dann wird daraus ein rechtsextremes Netzwerk konstruiert, so wie wir es ja im Cottbus kennen, das toxische Gebilde. Und ich sage euch, wenn in dieser Art und Weise davon die Rede ist, dass wir gesichert rechtsextremistisch seien, dann ist dieses Wort des gesichert abgeleitet aus dem Wort Staatssicherheit und es ist abgeleitet aus dem Gedanken der Staatssicherheit. Und der Verfassungsschutzpräsident Müller warnte tatsächlich, ausgerechnet er warnte vor einer Enthemmung und Verrohung der Sprache. Er warnte aber nicht die Antifa und er warnte nicht sich selbst, er warnte diejenigen, die er für die Feinde hält, er warnte uns. Aber er hat recht, natürlich wollen wir keine enthemmte und verrohte Sprache, aber uns braucht er nicht zu warnen. Aber wenn er dann in der Pressekonferenz davon spricht, man müsse das Licht einschalten, damit alle sehen können, was in den dunklen Ecken passiert, dann ist das eine ganz perfide Art und Weise, Assoziationen zu wecken, die menschenverachtend sind. Denn wenn ich sage, ich muss das Licht einschalten, um in dunkle Ecken zu leuchten, dann assoziiere ich damit, dass ich in diesen dunklen Ecken Ungeziefer aufhält, das ich bekämpfen muss. Das ist die Assoziation, die ein solches Wort weckt. Und eine solche Assoziation ist keines Präsidenten eines Bundes- oder Landesamtes für Verfassungsschutz würdig und keines Ministers würdig. Die gehört in einen Polizeistaat, aber nicht in eine offene und freie Gesellschaft. Und aus diesem Grunde weisen wir das zurück. Wir weisen das in aller Entschiedenheit zurück. Und wir würden diesen Präsidenten und Ministern empfehlen, einmal wirklich nachzudenken über die Sprache, die sie an den Tag legen gegen den politischen Gegner. Und im Übrigen ist es doch der bare Unsinn. Denn wir, weder die AfD noch Kompakt noch Zukunft Heimat, wir haben uns jemals in dunklen Ecken rumgetrieben. Wir gehen ans Licht. Wir sind doch nicht feige wie die da. Wir suchen die Öffentlichkeit. Seit Jahren suchen wir die Öffentlichkeit und das ist es ja, was uns so unbequem macht, dass wir gerade nicht in dunklen Ecken sind. Wir streben nach dem Licht. Wir haben es nicht nötig, uns in dunkle Ecken zu verkriechen, weil wir keine Scheu vor der Wahrheit haben müssen. Nicht in der Frage der Corona, nicht in der Frage der Migration und nicht in der Frage von Demokratie. Wir sind immer demokratisch aufgetreten und wir sind immer unter Berufung auf das Grundgesetz aufgetreten. Und wir hier, wir singen hier in Cottbus, in Dresden, anderswo, überall im Land. Wir singen zum Schluss unserer Kundgebung das Lied der Deutschen. Wir singen die Nationalhymne. Wir bekennen uns zu diesem Staat.
Wir verteidigen diesen Staat. Wir brauchen die Freiheit in diesem Staat. Und der Verfassungsschutz sollte nicht an die, auf die gucken, die sich so zu diesem Staat friedlich bekennen, die Woche für Woche die Hymne dieses Staates singen, sondern er sollte die unter die Lupe singen, die dann pfeifen, wenn wir singen. Die dann buhen und die sagen, Deutschland, du mieses Stück Scheiße und Deutschland verrecke. Da hätte der Verfassungsschutz eine Aufgabe, wenn er seine Aufgabe ernst genommen hat. Und Freunde, so viel ist klar. Von solchen Leuten lassen wir uns keine Angst machen. Von solchen Leuten lassen wir uns keine Angst machen. Und ob sie uns beobachten oder nicht, sie könnten was lernen, wenn sie was lernen könnten. Sie werden es vermutlich nicht tun. Aber wir werden uns von ihnen nicht beeindrucken lassen. Wir werden uns von ihnen nicht klein machen lassen. Und wir werden unsere Proteste fortsetzen. Jetzt erst recht und im Bündnis aller Demokraten. Lasst uns nicht auseinandertreiben und wir lassen uns nicht einschüchtern. Jetzt nicht und in Zukunft nicht, Freunde. Wir machen weiter. Ihr habt die richtige Haltung. Wir kommen wieder und wir machen weiter. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Bevor wir die Versammlung schließen, ihr kennt das Ritual, werden wir jetzt gemeinsam...